Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in der Staffel 7 mit den üblichen Verdächtigen. Links von mir die Serendipity. Hallo ihr Lieben. Und dein Schuh guckt, deine Ferse guckt aus dem Schuh, fällt mir gerade auf. Wahrscheinlich ein Grafikfehler. Ja, nee, das sieht so aus, ne? Zu sehr laufen. Abgelaufen. Durchgelaufen, ja. Ich gehe mal runter in den Keller. Und der Fleischhammer hat den Hammer in der Hand. Der Hammer hat den Hammer, genau. Ich nehme auch mal einen Hammer in die Hand. So. Schön. Serendipity hat ein bisschen, ihr seht es an der Zeit, wir sind schon bei 15 Uhr, sie hat ein bisschen die Treppe umgebaut und hier oben auch so ein Zäunchen hingemacht und so weiter. Ein und wir bisschen ist gut. Wir zeigen das mal hier gerade, wie das hier geworden ist. Das ist nämlich der Abgang in unsere Werkstatt. Richtig. So geil, hast du echt gut gemacht. Hast du wirklich gut gemacht, ja. Hast du gut gemacht. Hat Stunden gekostet. Ich sag's dir, aber alles für den... Ach, hier ist ja alles für den Dackel, alles für den Club, wolltest du sagen. Richtig, genau. Und hier ist sogar Stroh drunter, die Beinbrech... Beinbrech sicher, ne? Kommt da jemand die Leiter runter? Nein. Das ist ein Zombie. Nein! Oh, aneinander vorbeigeflutscht. Schwierig. Apropos Zombie. Ja. Können wir mal was checken? Du hast einen Zombie gesehen, hast du gesehen? Nee, gehört irgendwie. Okay. Ich habe die Waffe im Anschlag. In diese Richtung. Ich will noch was machen. Du willst noch was machen? Oh ja, ich höre ihn. Jetzt höre ich ihn aber auch. Jetzt höre ich ihn aber auch. Der steht in der Wand, glaube ich. Echt? Das hat oh nein, noch... warte! Oh! Oh Gott! Pass auf, der steckt dich. Geh zurück. Oh, ich bin nackt! Bist du tot? Jo! Wie? Was? Dein Rucksack ist auch weg. Nein, nicht schon wieder. Echt jetzt? Ich sehe hier keinen liegen. Ja. Yes. Hä? Achso. Hier ist ein Zombie? Wir sind noch ja nicht umgezogen. Stelle ich gerade fest. Du stirbst jetzt, du kommst aus dem Haus raus. Ja, nein, genau. Ja, richtig. Wir haben die Dings haben wir noch nicht umgezogen, das ist richtig. Ganz wo ist der Kacke? Ist der irgendwo in der Wand drin? Oder ein Rucksack ist hier auch nicht. Warte, was war denn das jetzt? Oh nein, vielleicht nicht da oben. Ey, die Rucksäcke. Hast du dir vielleicht eingestellt, dass man die nicht mehr findet oder was? Nein, habe ich nicht. Also ich stehe jetzt an der Stelle, wo du gestorben bist. Vielleicht kannst du das von oben abchecken an der Erdoberfläche. Was ist denn das? Was ist was? Was ist die Erdoberfläche? Hier steht ein riesen... Ach nee, es war ein Baum. Alles gut. Ja, die Alpha 10... Nee, Quatsch, 11.4 ist raus. Warte mal, noch was ich sagen wollte, ist, hast du vielleicht eingestellt, dass die Rucksäcke verschwinden oder so? Das machst du mir echt nervös. Mann, renn doch nicht so. Ja, ich geh mal kurz aus dem Gang hier raus und check das mal ganz kurz. Also ich habe auch keinen angezeigt, blöderweise. Aber meinst du, ich hätte jetzt eingestellt, dass alles verschwindet? Weiß ich nicht. Dude. Niemals. I know, ich tapp mal kurz. Ganz live in der Aufnahme tapp ich mal ganz kurz und hoffe, dass mir nichts entgegenkommt. Und guck mal ganz kurz auf die Einstellung von dem Server. Eigentlich nicht. Weil das ist ja jetzt schon das zweite Mal. Nee. Drop on quit nothing, toolbelt only, nee. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist schon das zweite Mal, dass mein kompletter. Oh Mann, ey, das ist ja nicht unfassbar jetzt. Echt. Das schmälert meine Laune. Aber soll ich mich nochmal da hinstellen, wo du gerade gestorben bist? Ja, das können wir gleich. Also ich könnte jetzt da auch einen Punkt auf der Karte machen. Ich oben nochmal gucke. Geh nochmal hin. Ach, das war falsch. Ich stehe jetzt dort ungefähr. Hunted. Jetzt bin ich hunted. Irgendwo ist ein Zombie. Der ist ja in der Wand, pass auf. Ja, ich bleib davon entfernt. Unfassbar. Ich sehe hier seine Hand. Echt? Die sehe ich nicht. Jetzt sehe ich sie auch nicht mehr. Was denn? Ja, ich höre ihn. Ich bin ja auch hunted. Ich höre ihn auch. Willst du mal ausnahmsweise mal kurz nach oben fliegen und gucken, ob der Rucksack da oben liegt? Also ich meine, das ist ja ein bisschen blöd, wa? Das ist ja wohl ein Bug, weil hier genau bist du gestorben. Bleib mal da stehen, ich guck mal. Ja. Das ist ja scheiße. Entschuldigung. Bleib mal da stehen, bei einem Zombie aus der Wand. Oh, hier ist ein Kriecher. Hallo, Kriecher. Na? Übrigens 16.31 Uhr, nur so informativ. Ja, wir gehen noch in die Stadt heute. 16 Uhr, ne? Mann, ja, ey. Ja, aber nicht im Dunkeln, mein Freund. Wie? Ja. So, wo bist du jetzt? Der krabbelt auf der Stelle. Ich stehe ungefähr in der Position, aber vielleicht ist ja ein Rucksack. Warum treffe ich den denn nicht? Vielleicht so eine Lücke, wo man reinflutscht? Ne, ich bin jetzt genau drüber. Könnte geilerweise auch mal wieder alles in den Rucksack gemacht, ey. Also im Toolbelt. Schwierig, ey. Aber in dem Rucksack ist noch alles da. Ja.
Alter, das ist ja ekelhaft, dieser Zombie. Den müssen wir, glaube ich, ausgraben, sonst. Ja, aber Feral-Zombies ausgraben ist natürlich auch was Feines, wa? Ich meine, könnt mal beginnen. Wir wollen übrigens eine Brücke bauen hier über die. Ja, richtig, genau. Ich hatte die Idee, dass wir eine Brücke bauen. Das ist eine voll coole Idee. Da sehe ich ihn, da sehe ich ihn, da steht er. Da sehe ich seine Brust. Mal gucken, ob ich den von hier aus treffe. Ich habe ein bisschen freigelegt. Ja. Ich glaube, du musst du kannst ihn fast nur mit Kopfschüssen töten. Mach ich gerade, ich schieße gerade auf seinen Schädel. Ah, gut. Brust. Mach ihn leer, Minjas. Mach ihn leer. Das ist eine schwierige Sache, du. Das ist eine schwierige Sache. Also, ich würde gerne noch einen ausbuddeln. Könntest du mal runterkommen und die Waffe in Anschlag nehmen, bevor der Typ hier rauskommt? Es ist gerade schwierig, weil ich schon fast in der Stadt bin. Ich komm runter. Ich warte nur mal. Vielleicht finde ich ja irgendwie eine Axt, Mann. Ja, ist ja gut. Echt jetzt? Bist du denn oben oder unten? Unten, in dem Gang, den wir abgesichert haben. Hoffentlich kommt jetzt nichts anderes. Die Sonne geht auch gerade unter 17 in Uhr. In dem Gang, Track mich doch einfach, Baby. Also in dem langen Gang hier, ne? In Richtung Base. Nee. Track mich da, aber dann siehst du mich ja. Nee, du bist hier im Tunnel nicht. Wenn ich unter dir stehe. Wenn du runterkommst, die Leiter. Scheiße, meine Waffe ist kaputt. Kannst du vergessen, brauchst du nicht mehr kommen. Hoch. Ja, genau, links. Ja, genau. Ich hab keine Pistole. Und dann nach links. Und dann schieße ich mit meinen 67 Pfeilen tot. Okay, ich fange jetzt an auszubuddeln. Nein! Natürlich. Natürlich. Ich höre ihn. Oh, er backt sich langsam raus. Pass auf, dass er nicht anfängt zu rennen gleich. Also hier ist dunkel. Ja. Ist nichts abgesichert. Oh, jetzt hat er mich gestunt. Oh, nein. Ja. Oh. Er hat ihn ausgebuddelt. Mhm. Oh, nee, ich hab. Ist nichts passiert. Alles gut. Ich muss mir kurz noch was nix, und Bandagen reinziehen. Passiert. Nee. Ich hab keine Bandage mehr. Bis die Frau kommt, habe ich den hier schon selber erschlagen. Ja, da ist, ich hab dich. Ja, dann viel Spaß. Wo ist er denn? So, in der Wand drin. Ich muss mir nur erstmal was zum Bandagieren. Zeige ich dir dann, wenn ich wieder da bin. Brauchen wir erstmal eine Bandage. Sag mal, Herr Fleischermann, hast du noch Weapon Repair Kits? Ja, habe ich noch 4 Stück, um genau zu sein. Aber dabei, oder? Ja, habe ich dabei, ja. Das ist natürlich sehr praktisch. Bin ich schon vorbeigelaufen? Ja, mit Sicherheit, das ist hinter der Wand. Ende der Holzwand. Geh nicht zu nah an der Wand. Naja, an der Wand. In der Mitte vom Gang. Nee, das ist viel zu weit. Der ist eigentlich direkt hinter der Holzwand links. Ich bin in der Mitte vom Gang, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass ich in der Mitte so. Vom Gang bin. Nee, ich stehe der halt ist in der Mitte. So, weiter links. So, Munition. Fuck. Komm. Nope. Herr Fleischermann, 17.50 Uhr. Ja. Rein informativ. Ja. Ich muss was essen, bringt mir. Wir haben hier unten auch gar nichts, doch, wir haben hier Bandagen. Oh, ich hab ein Haus kaputt gemacht. Ich hab eine Tür eingeschlagen und ein Haus kaputt gemacht. Bei mir fällt gerade ein Haus ein. Das komplette Haus fällt einfach ein. Schaltet jetzt bei Fleischermann ein, soll das heißen. Alles ist kaputt. Ich hab so viel Holz jetzt hier rumliegen. Oldwood. Das gut mit alles einsammeln, genau. Das ist unfassbar. Das ganze Haus kaputt. Gut, dann Pfeile habe ich nicht genügend. Also da kann ich auch nicht mal drauf. Wo ist er denn jetzt? Willst du nicht mal langsam herkommen? Ich muss noch kurz die Axt reparieren. Ich brauche jetzt nochmal ein Iron Ingot habe ich gesucht. So. Ich komme. Wir müssen jetzt doch mit der Axt draufschlagen. Oh, jetzt ist 18 Uhr. Ja, 18 Uhr. 18.15 Uhr geht's genau los. Und dann rennt auch der aus der Wand los und sein Deputy kriegt Schreien. Du hast noch 2 Minuten, Schatz. Seid bereit. Jetzt. Ich denke, der steckt in der Wand. Wenn der in der Wand ja, ist, dann kann aber der nur nicht so lange. Der kann ja auch durchhauen. Genau. Also wir müssen auf jeden Fall die ganzen Gänge ausleuchten. Ach so, da kam irgendetwas. Es hat jemand, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben, man sollte den Boden am besten mit irgendwie Erde oder sowas auslegen, also mit diesen Erdblöcken.
Das würde dann gelten als bebaut und somit würden auch die Zombies nicht so leicht spawnen. Ich würde das mit Holz auslegen. Geh weg, geh mal aus dem Gang raus. Warum denn? Aber hier bin ich sicher, geh du vor. Ja. So. Wenn er jetzt rennt, dann rennt er auf dich zu. So, hier ist er irgendwo. Ja, irgendwo. Wo da denn? Ist er. Hier sehe ich ihn. Das Problem ist jetzt, ich habe keine Energie. Wo rennt der denn? Wo ist hier, er denn? Ich ziel direkt drauf. Siehst du die Brust, die da rausguckt? Herr Fleischermann, kommst du mal her, um den Zombie gemeinsam zu töten? Ja, das ist eine gute Idee. Nee, du triffst nicht. Triffst nicht, du schießt rechts daneben. Jetzt hast du ihn getroffen. Und was wird das höher, ist halt der Kopf. Genau. Ich kann ja mal versuchen, den ein bisschen rauszulocken. Nee, kannst du nicht. Lass ihn bloß da in der Wand stecken. Herr Fleischermann, komm mal her, bring mal ein Weapon Repair Kit. Da. Oha. Oha. Werf mal bitte eins hin, dann kann ich noch ein bisschen da mitschießen. Liegt nicht irgendwie ohne eine Waffe irgendwo? Ach nee, die hat ja hingelegt. Ja, die eine Waffe liegt jetzt. Hast du ge. Ja. Oh Gott! Oh, hab ich jetzt getötet? Was ist denn das? Das ist ein anderer. Ich hab ihn getötet. Nee, ja, das waren zwei. Das ist wahrscheinlich. Das war doch. Das ist ein anderer, ja. Der steckt hinter der Wand, der andere. Lass uns hier mal. Ich sehe jetzt keinen mehr gerade. Ausbuddeln. Aber der steckt hinter der Wand, ich sag's dir. Okay, lass mich erstmal bitte meine Waffe reparieren. Mach dir doch ein. Willst du nicht die Pickaxe haben? Nee, ich mach mir einen Guck. Ich hab doch diese Arzatz. Axt, die ist doch ganz gut. Wo okay. ist der? Siehst du ihn noch? Oh Gott! Was denn? Nix, mir kam nur dieser Steinklumpen entgegengeflogen. Der ist weg. Das war der. Der hat ein anderes Modell von mir bekommen. Nein, da sind zwei drin. Ich sag's dir. Der hätte dir schon längst einen reingehauen. Ich hab doch auf seine Brust. Ja, vielleicht liegt aber seine Leiche hier rum. Der hat da bestimmt was witzig bei, oder nicht? Das könnte sein. Na gut, dann helfe ich mal mit. Was war das eben? Was hat eben so geknallt? Keine Ahnung. Lass mich durch. Ich hab eine Spitzhacke. Ich guck. Okay. Übrigens, Gravel kriegt man wohl leicht mit. Was ist der Gore-Block? Schade. Er hat sich bestimmt gerade verflüchtigt, der Zombie. Ja, schön. Nee. Ja. Oh nein, er stöhnt. Ich habe keine Energie. Und nichts zu trinken. Ich auch nicht. Zu trinken kann ich dir geben. Nee, zu trinken habe ich. Ich sollte nur sagen, meine Energieleiste ist so knapp. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr Biohazard. Das ist ja schon mal gut hier, Biohazard. Das hat doch was. Tatsächlich, ja. Hat übrigens jemand geschrieben, man soll sich endlich mal eine anständige Pickaxe machen, weil die einfach grau Schrott wäre. Und deswegen wäre auch die Axt besser in dem Moment beim Abbauen. Achso, das ist gar nicht Tatsachsteinaxe. Also ich mach hier aktuell immer orangene Pickaxen. Ja, ich auch. Ja, genau. Das kam ja, weil ich noch eine graue habe. Aus den Anfangsstadien praktisch. Ich habe unten im Keller Tatsachsteinaxt liegen. Ah, du hast sie abgelegt? Ja, während ich hier die Treppe umgebaut habe, habe ich als mein Inventar leer gemacht. Ach so. Ja, sollen wir jetzt hier weiter buddeln? Meinst du, es macht Sinn? Ja, raus können wir ja jetzt schlecht. Also wir müssen gleich einen Ausflug in die Stadt machen. Ich brauche einen Bohrer, ganz dringend. Dann kann ich nämlich hier überall Holz in den Boden legen. Ich brauche einen Bohrer. Wir müssen in die Stadt. Ja. Ich glaube, da einer rumliegt. Aber der das ist aber in Einzelteilen, schon, oder? Den Bohrer findet man ja nur noch im Zusammenbau. Der findet man in Einzelteilen. Ah. Die Bohrspitze habe ich schon. Mir fehlt nur noch... Jetzt egal, ich mache jetzt hier den Gang zu. Ich mag jetzt hier nicht mehr stehen. Wir sind nämlich schon bei 14 Minuten und haben in der Zeit gerade mal einen Zombie gejagt und uns erschreckt. Also heute gibt es eine etwas längere Folge für euch. Ich finde ja unsere Höhle so geil. Also die Bohrerspitze, die habe ich schon. Mir fehlt noch ein kleiner Motor und die Händelbau, oder wie das heißt. Achso, das hast du alles schon. Den Bohrer habe ich, diese Auger Blade, die habe ich schon. Aber mir fehlt noch dieser Motor. Ja. Und wir sollen noch dann mal umziehen, oder? Die Händelbar. Ja. Machen wir morgen. Aber wohnen wir dann hier in der Höhle oder machen wir uns nochmal extra Raum? Wir wohnen dann hier in der Höhle. Also erstmal, ja. Und ich dann baue ich mir oben ein Haus. Genau.
Ich mache mir hier so in der Höhle, mache ich mir so eine kleine Kuhle. So aber dann lass uns doch eine kleine Kuhle, wo ich mich reinlege, mit ein bisschen Stroh drin. Ich mache mal so ein kleines Höhlenzimmer, mache ich mir. Und oben baue ich mir auch noch was. Dann sollten wir hier unten mal mehrere Öfen hinstellen, in denen wir anfangen, Zement zu machen. Da ist Zement drin. Ich habe ganz viel Zement gemacht. Ich habe noch 234 Zement in der Tasche. Oh, ich, ja. Ich habe, als ich... ich habe eingeschmolzen, als ich an der Treppe gearbeitet habe. Hier ist Eisen, da sind Gläser. Hier. Hier ist Zement. Nee, ich wollte einfach nur. Ich brauche den Zement aktuell nicht, sondern ich wollte einfach nur herstellen, dass wir genügend auf Vorrat haben. Hier haben wir ja jetzt 234. Also ich habe auch noch 38 Zement-Mix. Genau, also die Zement-Mix müssen wir machen. Zement hab ich. Haben wir überhaupt noch irgendwo Stein? Hab ich bei mir in meiner kleinen Kiste. Ups. So, ich mache jetzt erstmal eine neue Pickaxe. In meiner Müllkiste. Och Mensch, ich habe hier 9 Frames gerade. Was ist hier los, ey? 9 Frames? Ja, ja. Na gut, also die haben ja die L4 rausgebracht, um auch mehr Performance reinzubekommen. Das war ja vorher nicht so. Nö. Witzigerweise. Hä? Wieso craftet er nicht? Hä? Bin ich blöd? Wer craftet nicht? Mein... Er craftet bei mir nichts. Ich hab... Ach, das ist LED! Ach, verdammte Axt, ich hab mir dreimal LED rausgenommen. Wundert mich, dass er nicht craftet. Hat schon einen Systemfehler. Das ist LED, okay. Hier wäre Iron. Haben wir überhaupt noch Iron? Ja, hier. Guck mal, ich glaube hier in der Müllkiste. Holzkiste. In meiner Müllkiste ist, glaube ich, was drin. Da ist auch nur LED. Wieso haben wir denn kein Eisen mehr? Haben wir das verbraucht bei dem... irgendjemand von euch muss das Eisen genommen haben, weil ich habe hier 50 Ringelicht. Ach ja, nee, hier oben, 47 sind hier oben. In der oberen Kiste. Lass sie mich ran, lass mich ran. Ja. Ah ja, alles klar. Ach so, ich wollte ja meine Heya-Heya-Axt wollte ich holen. Geht mal bitte jemand aus meiner Holzkiste? Nee, ich mach keine Orangen. Kannst du mir eine Pickaxe machen? Geht mal bitte aus meiner Holzkiste. Ich bin nicht drin. Danke. Rein nicht rum. Das ist mein Kram. Finger weg. Was hast du gesagt, Minjas? Kannst du mir mal bitte eine Pickaxe machen? Weil wenn ich sie herstelle, dann ist es blöd. Oh, jetzt habe ich die. Warte, die kannst du nochmal reparieren hier. Kannst du nehmen? Ja, das ist gut. So. Wo ist denn meine Steinachse? Da ist ja die Tatsache. Ich brauche Energie. Haben wir irgendwo was zum Heilen? Gotti Energie, ne? Oder wie war das? Nee. So in der Art war das. Haben wir nicht? Beam me up, Scotty, ne? Oh Gott. Ich glaube mir ab Beam me. Haben wir. Doch, wir haben Grain Alkohol und ich hab in Blut. Willst du Percy Ace Kit haben? Ja, ich würde jetzt erstmal eine Tablette reinnehmen. Und mich über Zeit heilen. Jetzt können wir eh nicht im Moment viel machen. Aber ich kann noch mal ein paar Steine abbauen, weil wir brauchen ja ganz viel Stein und so weiter, ne? Was ist das hier eigentlich am Boden? War das Kohle? Guck mal, hier ist, nee. Ist Stein. Was du da machst, ist LED. Ja. Herr Minjas, drück mal bitte E. Mach ich, passiert nichts. Da sollte jetzt. Aber was passieren. Da jetzt nochmal E drücken. So, bitteschön. Super, dann mach ich nämlich mal Gravel. Wie macht man nochmal Gravel? Das waren zwei übereinander? Nee, vier, ja. Und vier im Kreis. Nee. Achso, man muss da irgendwie Small Stone erst draus machen, ne? Aus dem normalen Stein. Richtig. Um Gravel zu machen, ja. Ja. Und dann war es im Vierer-Pack. Genau. Ja. Gut, dann baue ich noch ein bisschen ab. 4,59. Wobei, wir könnten jetzt auch mal, ich könnte mich mal entmüllen. Shit, das wollte ich machen eigentlich. Und dann können wir nämlich los. Dann mache ich jetzt in die obere Kiste. Wo haben wir denn? Haben wir irgendwo Stein? Da unten haben wir Stein. Ich habe übrigens noch 31 Old Wood. Die Weg mal oben hinlegen. Bevor wir losziehen, würde ich gerade noch... Kartoffeln anbauen oben. Ja. Und Pfeile müsste ich dann auch mal unterwegs machen. Wir haben hier nicht genügend Platz, wir brauchen mehr Kisten. Wir müssen uns mal langsam überlegen, wo wir unseren Stuff aufbewahren.
Ich würde ja sagen, wir bauen das in die Wand rein, sozusagen. Und es kam auch der Tipp, und das finde ich eigentlich eine sehr geile Idee, dass wir die Kisten nicht auf den Boden stellen, sondern hochhängen. Dass, falls uns mal die Zombies überrennen, dass der Shit nicht verbraucht wird. Mhm. Ich gehe jetzt mal hoch an die an unseren Betonbunker, weil da hatten wir ja noch zwei Kisten im Boden oder beziehungsweise in dieser Strebe drin. Da werde ich mich da mal kurz entmüllen für den Ausflug. Mhm. Hier ist ganz dunkel der Gang. Mhm. Ja. Und 20 Frames. Yay! Woran liegt das an den Fackeln? Dass wir da unten habe ich ganz wenig, hier oben bin ich wieder bei knapp 40. Das ist unfassbar. Also ich denke, die Höhlen machen doch einiges aus. Ja. So, ich werde mich mal hier rein oxidieren. Ich habe hier noch einen Footballhelm rumzuliegen hier oben, ne? Okay. Informativ. So, oh, den ganz Quatsch. Hoch. Ja, also Nachtphase sind echt blöd. Wir müssten eigentlich den prozentualen Anteil der Nacht noch kürzer stellen. Ja, für unsere Zwecke ist das wirklich blöd. So, jetzt gehe ich mal an einen der Kisten. Ah, ist auch Stein drin, das ist gut. Dann packe ich hier mal Stein rein. Gravel. Fizzle die Schnizzle. So, kleine Steine. Die crafte ich dann später weiter. Chisel Peng. 6:48 Uhr. Ja. Wie sieht's aus? Bin gleich dabei. Soll ich mich bei dir mit reinmüllen? Dann kommen wir vielleicht das auf die gleiche. Ich hab's ja in die zweite Kiste halt da. Ja, ja. Woodframe solltest du aber vielleicht, oder? Keine Ahnung. Na, ich dachte nur mitnehmen. Warum, die Shotgun kann ich ja auch hier lassen. Das ist Quatsch. Samt Munition. Ein paar Woodplanks nehme ich mit. Die Erde lasse ich mal hier. Hättet ihr die Brücke gerne in schön oder in... In schön. Funktionabel, nicht? In schön. Ne, ich dachte, dass wir die dann schon aus Holz schön zimmern, oder? Ich hab, wie gesagt, noch hier 31 Old Wood. Wohin damit? Messer, Bogen, Pistole, was zu trinken, was zu essen braucht man nicht unbedingt. Ich hätte gern was zu essen. Hab ich nicht. Ich habe ja 70 Pfeile. Ich hätte auch von denen schießen können anscheinend. Pilz. Was zum Aufwerten nehme ich das Ding mit, den Helm ziehe ich auf, die Bandage nehme ich mit, die Maple Seeds setze ich gleich draußen aus. Nein, lass mich da halt nicht aussetzen. So. Cowboy-Hut gegen Dingshelm. Der morgendliche Nebel. Ist wundervoll. Das riecht nach... Nach Sieg riecht das. Napalm am Morgen. Napalm am Morgen, genau. So, dann setze ich mal ein paar Bäume Richtung Flussufer irgendwie hier so. Musst du gucken, da sind schon überall Bäume gesetzt, ne? So, unser kleiner Wald vor der Haustür. Ich habe fleißig gepflanzt. Gut, von mir aus können wir los. 7.20 Uhr. So, Moment, ich pflanze noch flink Kartoffeln. So, Crossbow auf die 1, dann das Messer für den Nahkampf. Axt und Pickaxe ins Inventar. Pistole machen wir für Notfall. Gut. Wer ist denn da? Oh, ich hab einen Mining-Helm gefunden. Dein Deputy, achso, du jätest ein Beet. Bist du schon drüben, Fleischer, Mann? Ja. Dann komme ich jetzt auch. Wollte nicht dumm rumstehen. Naja. Naja, was? Tust du doch eigentlich nie. Ja. Nur selten. Ja, okay, wenn du sagst. Cool, ein neuer Tag, Tag 10, keine Zombie-Horde im Blick und wir können die Stadt looten gleich. Wollen wir uns hier vorne treffen, Frau Pittiplatsch? Ja, ja, ich komme gleich. Dann können wir nämlich auch die Folge beenden. Ach so. Die Zuschauer alle... Das kannst du auch nicht. Ich mach das hier gerade noch Kartoffeln und Kaffee. Ah ja, prima. Ja, ihr Lieben, eine Folge mit einem Zombie in der Wand, der sich dann in einen normalen Zombie verwandelt hat. Ein totes Herr Fleischhammer, ein weiterer Rucksack, der verschwunden ist. Also Katastrophe über Katastrophe. In der nächsten Folge werdet ihr sehen, dass wir auch mal die Stadt looten. Dann werden wir erstmal
gucken, was wir da so finden. Vielleicht finden wir sogar einen Bohrer. Und das nächste Projekt ist auf jeden Fall erstmal eine Brücke über den Fluss. Beziehungsweise, nein, wir sollten uns erstmal Schlafsäcke hier rüberlegen, oder? Das wäre so... Ja. Ist ja nicht weit bis hier rüber. Also nö. Das machen wir auf jeden Fall, dass wir hier auch spawnen wieder. Dann geben wir unser kleines Häuschen, unser großes und der kleinen Häuschen, geben wir auf. Und ziehen in die große Stadt. Da zieht ihr rein. Tippen die an mir vorbei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen hoch da. Bis zur nächsten Folge von Tales of Dying. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen.